Ein wunderschön herzliches Willkommen. Du bist hier beim Filmfestival Türkei-Deutschland. Was ist genau deine Rolle erstmal und wer bist du überhaupt? Ich bin Lukas, ich bin 26 Jahre alt und ja, ich war hier als Besucher beim Filmfestival Türkei-Deutschland, habe aber auch für zwei Online-Magazine, maviblau.com und treffpunkteuropa.de, für die habe ich auch geschrieben. Und ja, ich habe mir hier verschiedenste Filme angeschaut, war super interessant, deutsche Filme sowohl, aber auch türkische Filme zu sehen. Sehr viele Filme angeschaut und ich weiß nicht wie viele, aber viele wahrscheinlich. Was war bis jetzt dein bester Film, den du bis jetzt gesehen hast? Und kannst du ihn kurz zusammenfassen? Also mein Lieblingsfilm ist hier Les Enfants Terribles. Das war auf jeden Fall mein Lieblingsfilm und der ist super besonders, weil es ist kein richtiger Spielfilm, es ist keine richtige Dokumentation. Es ist ein Film, der nimmt dokumentarisch was auf, der beobachtet und er beobachtet eine Familie, schaut eine Familie, wo eine Ehe zerbricht, wo eine junge Frau aus der Familie ausbrechen möchte, um zu studieren, aber die Eltern sind so ein bisschen dagegen. Darum geht der Film, ich will nicht zu viel spoilern, aber der war super, super gut, hat mir super, super gut gefallen, hat viel von ja auch dem anatolischen, türkischen gezeigt und das war auf jeden Fall mein Lieblingsfilm. Ansonsten waren noch super viele Kurzfilme dabei, da waren auch viele von meinen Favoriten dabei. Ja, selber auch die ganzen Kurzfilme ja gesehen. Und da waren echt gute Produktionen auch dabei, wo ich manchmal erstmal gedacht habe, wo bin ich denn hier gelandet? Aber das war eigentlich alles schön. Ja, das war dein bester Film. 10 Tage ging ja die Veranstaltung. Du warst, glaube ich, an allen Tagen dabei. Hast du schon öfter diese Veranstaltung besucht? Also es ist das zweite Mal, dass ich die Veranstaltung besucht habe. Ich war letzten August oder so das erste Mal da bei der Summer Edition, Corona-bedingt. Das war auch super schön und das ist jetzt das zweite Mal, dass ich da war. Und dieses Mal war ich wirklich von Anfang bis Ende da, habe immer wieder Filme geschaut, war bei der Eröffnung, war bei der Preisverleihung dabei. Und warum mache ich das? Also ich bin Deutscher, aber ich interessiere mich super stark für die türkische Kultur, türkische Politik und die türkische Sprache. Und welcher Ort ist da besser, um sich mit der Türkei auseinanderzusetzen, als das Filmfestival Türkei-Deutschland in Nürnberg? Ich habe das auch nur durch Zufall jetzt erfahren, ohne dass ich irgendwie, ich habe einfach mal angefragt als Pressevertreter und ja, habe ein positives Feedback bekommen. Das bekommt man auch nicht immer. Okay, mir fällt da gerade nichts mehr ein, aber vielleicht hast du noch irgendwas zu sagen, zu erzählen. Ich weiß nicht. Ja, du hast das letzte Wort. Also man muss sagen, was ein bisschen schade war, ist, dass die Kinosäle nicht so gut gefüllt waren, wie man sich erhofft hätte. Also ich muss sagen, bei vielen Filmen, wo ich war, waren vielleicht 10, 11 andere Personen da und nicht mehr, obwohl wahrscheinlich 60 Leute in den Kinosaal gepasst hätten. Und da würde ich einfach nur alle Menschen ermutigen, geht wieder ins Kino, auch jetzt, wo die Pandemie noch so hohe Fallzahlen habt, aber lasst euch testen, tragt Maske und geht ins Kino, weil man kann so viel erleben und wir haben die letzten 2 Jahre auf jeden Fall super viel verpasst. Vielen Dank für das Interview.